Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Nicht nur, dass der erste Schnee Einzug gehalten hat in Deutschland, nein, es ist auch Wahltag, nämlich die US-Wahl. Hillary Clinton gegen Donald Trump ist das Duell heute am 8. November. Und ich habe mir das mal zum Anlass genommen. Wir wollen ein bisschen reden noch über die Wahl, wollen aber mal rausfinden, wer wird denn die Wahl gewinnen? Das ist natürlich die große Frage, die wir uns alle stellen. Wir werden ein kleines Wahlorakel machen. Dazu habe ich einige Heilerinnen ausgebildet. Die Zauber brauchen noch ein bisschen. Ich musste extra meine Juwelenkiste hier oben abbauen, damit ich noch ein paar Juwelen habe, um dann quasi nochmal eben zu boosten. Und wir haben 17 Heilerinnen, die Truppen sind in der Hinterhand, die werde ich jetzt gerne noch spenden. Wir haben noch Zauber, die ich auch noch brauche. Dann werden wir den Fredonaut angreifen und werden mal gucken, wie lange braucht die Königin und wie lange braucht der König, um das Dorf zu zerlegen. Oder alternativ, wie viel Prozente werden sie holen? Das werde ich dann später umrechnen und dann werden wir mal sehen, wer gewinnen wird. Ist es Hillary Clinton, unsere schöne Bogenschützenkönigin, oder ist es vielleicht Donald Trump, der Präsident wird in den USA? Wir werden es sehen und ich werde jetzt mal ganz kurz warten, bis hier der König fertig ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! So, Barbarenkönig, beziehungsweise der Donald Trump ist fast fertig. Wir können eigentlich schon loslegen und können jetzt schon mal den ersten Angriff machen mit unserer kleinen Hillary. Und wenn das jetzt mal so machen, Zauber sind fertig. Ich habe noch zwei Heilerinnen in der Klamburg. Die Klamburg wird ja dann nicht verbraten, wenn ich angreife. Wir werden natürlich jetzt gleich stoppen, wenn ich meine erste Truppe gesetzt habe. Mal überlegen, von wo wir am besten angreifen. Würde aber fast schon sagen, ich meine, gut, klar, der Heileffekt wird nicht verstärkt, wenn du mehr Heilerinnen hast, aber irgendwann könnte es vielleicht vorteilhaft sein, wenn dann der X-Bogen, na gut, die X-Bogen sind auf Boden, das ist auch nicht so wichtig. Also zum Beispiel die Bogenschützenkönigin des Gegners oder vielleicht auch, ja, haben wir sonst überhaupt irgendwas? Ja, vielleicht die Luftfallen, wenn die Luftfallen den einen oder anderen Heiler vielleicht kaputt machen, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Spielraum nach hinten und wir gucken jetzt einfach mal, so, oh, ich hab vergessen auf Start zu drücken, wir müssen eine Sekunde draufrechnen, so. Können das aber hinterher auch an der Zeit sehen, wann der Kampf endet. Und jetzt müssen wir gleich mal überlegen. Jetzt muss ich auf jeden Fall schon mal... Wir warten mal noch ab. Wir setzen da auf jeden Fall einen hin. Da setzen wir einen hin. Und sobald gleich der Inferno-Turm schon drauf schießt, dann werde ich mal eben ganz schnell schon mal... Noch nicht den Zauber. Jetzt gleich noch nicht. Immer noch nicht. Es ist immer noch unterwegs. Es geht vielleicht auch wirklich um die Zeit. Sobald sie da in die Nähe von dem Inferno-Turm kommt, muss ich unbedingt den Skelettzauber setzen. Das ist ganz wichtig. Damit sie nicht stirbt. Oh, jetzt ist die gegnerische Hillary. Die Merkel ist da und will sich um Hillary kümmern, aber das schafft sie nicht. Ich bin mal gespannt. Nein. Okay, jetzt haben wir leicht einen Vorteil gehabt, dadurch, dass wir jetzt gerade noch eben schnell den zünden konnten. So, jetzt müssen wir mal eben schnell ein bisschen Rakete machen hier. Damit der muss down. Wenn der down ist, dann haben wir eine Chance, zumindest das Rathaus uns auch noch zu holen. Es ist natürlich die Frage, wenn wir es nicht schaffen. Jetzt habe ich leider zu spät gefreezed. Verdammt. Das war nicht gut. Das wird vielleicht den Wahlkampf beeinflussen, ob Hillary es schafft. Wir müssen mal überlegen. Also wie viel ist Startzeit? Wir werden das alles gleich noch ausklamüsern, wie weit wir jetzt hier gekommen sind und so weiter. 1:40 haben wir noch. Ich weiß auch gar nicht, was ich gleich mit den Truppen machen soll. Ich hatte zur Not noch The Devil ausgepackt als Account. Falls eine Stichwahl benötigt wird, hatte ich mir überlegt. So, mal gucken. Die Hillary ist noch unterwegs. Jetzt wird es gleich wieder tricky. Jetzt kommt sie nämlich gleich wieder an den Punkt. Jetzt müssen wir hoffen, das schafft sie nicht. Nein. Das war's. Bei 1:20 war sie tot. Die gute Hillary. Also, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal... Ja, so die erste Marke. Die erste Marke von Hillary, die sie da gesetzt hat. Und jetzt werde ich mal eben ganz schnell die Minen sammeln. Ich bin mit dieser Base auch nicht zufrieden. Ich habe die gestern umgebaut und muss sagen, ich habe heute wieder schon 2 Sterne kassiert heute Nacht. Bin aber auch zu hoch eigentlich. Ich will wieder runtergehen und werden mal sehen. So, jetzt muss ich... Oh, ich habe mich ja vergessen. Ich muss mich ja nochmal herausfordern. 52%, das ist eigentlich die Marke, die wir uns merken müssen. Ich glaube nämlich nicht, dass der König das schaffen wird. Beziehungsweise der Donald. Dass der Donald das schaffen wird, ich werde trotzdem meinen Timer mal eben resetten, meine Stoppuhr. So, jetzt fordern wir uns mal eben heraus mit meinem iPad. Zack, 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 da ist es schon, oder? Da ist es, okay. Jetzt greifen wir an. Gucken, was passieren wird. So, meine Stoppuhr. Flupsi. Es wird, glaube ich, schwierig werden. Es wird, glaube ich, echt schwierig werden. Ich weiß auch nicht genau, ob ich vielleicht mal ein bisschen tricksen soll. Ich glaube nämlich, bei dem König wäre es sinnvoller, wir setzen ihn wirklich in die Mitte. Wir gucken jetzt mal, was passiert. So. Wutzauber drauf. Das ist die einzige Chance, die ich mit dem König habe, ganz ehrlich. Der ist immer noch am Leben, der Inferno-Turm.
Muss ihn immer noch mal einmal freezen. Bringt alles nichts. Der König braucht einfach zu lange in der Mitte. Oh, ich hab die Heiderin aus der Klammburg vergessen. So, der ist down. Der andere schießt aber schon drauf ein. Das ist nämlich auch ein Problem. Alter, das wird echt hart. Das wird echt hart. Das wird er auch nicht schaffen. Das wird er auf keinen Fall schaffen, da was rauszuholen. Wir können es aber gleich nochmal probieren. Die Taktik war nicht von Erfolg gekrönt. Aber wobei, er läuft noch ein bisschen weg vom Inferno. Das ist vielleicht nochmal eine Chance. Die Heilerinnen sind noch unterwegs. Heilen den König. Au, das wird. Er muss weg. Er muss raus aus dem Radius vom Inferno-Turm. Na, das schafft er nicht. Eieiei. Das ist. Wenn es so kommt. Bei 21%, dann wird es aber eine Schlappe. Dann wird es aber eine Schlappe für den Trump. Ich weiß, da ist es leicht unfair. Weil der König einfach nicht die Reichweite hat beim Angriff wie die Königin. Ich weiß das schon. Wir probieren es aber nochmal. So, noch einmal. Wupsi. Mal gucken, ob ich da noch. Ja, da bin ich noch. So. Let's get ready to rumble. Jetzt gucken wir mal, von welcher Seite wir angreifen. Ich würde sagen, diesmal probieren wir es ruhig mal von der Inferno-fremden Seite, nämlich von da oben. So, und jetzt lassen wir ruhig mal alle Heilerinnen sich auf den König konzentrieren. So, die auch noch hinterher. Jetzt haben wir 17 Stück, glaube ich, waren das, plus 2 aus der Klammer, also 19 Stück. Und sobald jetzt gleich der Inferno-Turm drauf geht auf den Donald Trump, dann werden wir versuchen, den Skelettzauber zu setzen. Ich weiß nicht, ob es gab. Ich habe auch die Stoppuhr diesmal gar nicht mehr an, weil wir müssen uns einfach nur die Prozente merken. Das ist das Wichtige hierbei. Nein, jetzt habe ich den versetzt. Ah, Mann, es läuft doch gar alles schief hier bei der US-Wahl. Mann, ey. Es ist immer noch alles im Rahmen. Wir können es immer noch schaffen. 8%. 8%, ein Zuschauer. Ein Zuschauer tut sich das Spektakel hier tatsächlich an. Der König könnte vielleicht noch einen Unterschied ausmachen, der Gegnerkönig, mal überlegen. Wenn er vielleicht, ja, weiß ich nicht, im falschen Moment auf unseren König drauf geht. Na, wo wir haben Glück. Er kommt sehr früh raus. Das bedeutet, wir haben vielleicht eine Chance. Es spannend zu machen. Und es wird ja in den USA sehr spannend werden. Also in den Umfragen liegt ja Hillary leicht vorne. Allerdings, die US-Wahl, ich kann es ja mal erklären. Die US-Wahl, man wählt ja nicht den Präsidenten direkt, es werden ja die Wahlmänner bestimmt. Es gibt 538 Stück. Ich verfolge die schon ziemlich lange, die US-Wahl, von daher, da kenne ich mich ein bisschen aus. Also es gibt 538 Wahlmänner, man braucht 270 zum Sieg und keiner der Kandidaten hat aktuell diese Wahlmänner und deswegen wird es ein bisschen spannend werden. Es gibt ja einige Swing States, wo der Ausgang noch nicht so ganz sicher ist. Es gibt einige Staaten, wo es sicherer ist, wer da gewinnt. Es gibt einige Staaten, also die Swing States, wo es nicht so ganz so sicher ist. Und das war es jetzt, glaube ich, gleich für den Donald. Denn er wird wieder unter Beschuss genommen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, jetzt einmal mit den Single Infernos so gehabt. 36%. So ist das. Aber wobei das auch unsicher ist. Na, ich rechne das mal um und dann, warte, einen kurzen Cut. Bis gleich. Also rechnet man um, dass quasi die Summe aus 21 und, nicht aus 21, aus 36 und 52, also die 88 sind diese 100%, die man in der Wahl holen kann, dann würde sich Hillary tatsächlich durchsetzen mit 59 zu 41. Ja gut, klar, wir werden sehen, wie es sich entwickeln wird. Ich will da trotzdem nochmal einen kleinen Fun-Angriff machen. Wir haben ja die ganzen Truppen fertig, also wir machen noch einen kleinen Fun-Angriff auf The Devil nochmal einmal natürlich. Und ja, da kann ich noch ein bisschen weiter erzählen. Also, eigentlich wird sie natürlich einen Vorteil haben, Hillary, aber man weiß nie. Die Swing States werden natürlich auch dieses Jahr wieder einen Unterschied machen, wie zum Beispiel Florida. Wir werden es sehen. Ich weiß auch nicht genau, für wen ich da sein soll, denn viele sagen natürlich, Trump ist so schlimm, Trump ist der schlimmste Kandidat aller Zeiten. Wobei ich wirklich sagen muss, im Grunde genommen, als Amerikaner hast du ja eigentlich nur die Wahl so zwischen Pest und Cholera. Also ganz ehrlich, ich finde, Hillary ist da im Grunde kein bisschen besser, von daher ist er das. Das Problem haben sie sich ja im Grunde selber eingebrockt. Also ich finde das Problem, dass diese... Warum nicht Bernie Sanders zum Beispiel? Das hätte ich ein bisschen besser gefunden. Ich meine, selbst der Bush als republikanischer Kandidat wäre, glaube ich, noch ein bisschen besser gewesen als der Trump. Na gut, das kann man jetzt alles noch diskutieren. Es ist jetzt zu spät. Die Wahl ist da. Die Kandidaten wurden bestimmt, von daher die Kirsche ist gelutscht, sagt man das so? Weiß ich gar nicht. Wir gucken jetzt mal hier, dass wir zumindest jetzt hier noch mal ein bisschen was hinkriegen an Prozenten. Wenn es so kommt, 59 zu 41, das wird nicht passieren. So eindeutig wird es nicht. Und was passiert dann? Die Wahlmänner werden bestimmt, man braucht 270 zum Sieg. Die Wahlmänner werden bestimmt, am 19. Dezember wählen dann die Wahlmänner den Präsidenten. Und ich glaube, ich muss das jetzt alles aus dem Kopf erzählen. Ich weiß das, ich habe es mir nicht mehr rausgesucht. Ich glaube, am 6. Januar
wird das dann vom Senat ausgezählt. Ja, wer dann gewonnen hat. Und am 20. Januar beginnt der Präsident dann seinen Dienst. So sieht das aus. Ist vielleicht auch mal ganz gut zu wissen, ne? Dass man nicht direkt den Präsidenten wählt, sondern dass die Wahlmänner bestimmt werden. Jo, ich das. So, jetzt gucken wir mal eben nach. Ich weiß nicht genau, ob wir das hier vielleicht schaffen können. Zumindest, also 2 Sterne werden wir holen. Oh, sie laufen sogar schon dahin. Jetzt laufen sie natürlich in die Richtung, ja, ist klar. Jetzt müssen wir mal eben noch warten. Bam. Jetzt kommen die Tesla raus, ist klar. So, Tesla 1. Wo sind sie? Ja, sie, vor allem, jetzt, das ist wieder das Dumme jetzt. Jetzt heilen die wieder den Warden. Das hat mich schon im Clankrieg so aufgeregt. Dass dann der Warden geheilt wird, obwohl die Königin wirklich... Guck mal, die Königin ist kurz vor knapp. Jetzt gerade... Warum wird der Warden dann geheilt bis hinten gegen? Das ist sowas, was ich da nicht verstehe. Keine Ahnung. Jetzt ist die Königin wieder auf Vordermann. Endlich. Endlich ist sie mal wieder auf Vordermann. Das wurde auch mal wieder Zeit. So. Wutzauber drauf. 62%. Zack, zack, zack. König immer. Ah, König hätte ich vielleicht noch nicht zünden müssen. Das war blöd. So, er hat nichts in der Klarenburg drin, das weiß ich. Wir brauchen auch. Ich kann schon mal freezeln, aber es bringt nichts. Also, ich komme ja eh nicht bis zu den. Ich werde wahrscheinlich sowieso nicht gescheit bis zu den Inferno-Türmen durch. Inferno-Türmen, doch, so heißt es, bis zu den Infernos durchkommen. Von daher wird es eher schwierig. Der Gegnerkönig ist noch am Leben. Na, mal gucken. Es werden doch eh die mal die falschen Sachen geheilt. Warum wird der König nicht mehr geheilt? Wird wieder der Warden geheilt bis hinten gegen. Die Königin wird jetzt immer mehr an Leben verlieren. Das ist eh gleich vorbei. 5, 4, 3, 2, 1, Ende. Ende im Gelände. Vielleicht auch für die USA. Wer weiß, wenn die Mauer gebaut wird zu Mexiko. Ich weiß es nicht. Und ja, ihr könnt ihr gerne mal schreiben in den Kommentaren, was denkt ihr, wer wird die Wahl gewinnen? Für wen seid ihr? Wäre vielleicht mal ganz interessant. Aber bitte humane Kommentare, also keine Streitereien oder sowas. Und ja, dann sehen wir uns um 17 Uhr wieder. Macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Gratis Juwelen in der Beschreibung von AdBounty. Macht's gut. Tschüss.